Ja, im Moment sind wir noch in den Vorbereitungen. Noch am Decken. Jo, schön. Das Spiel ist beendet. Weiter geht's. Spiel hier noch nicht. Ja, und ich habe mich mal dazu entschieden, hier eine neue Front zur Türkei aufzumachen. Aber werde ich der Türkei auch den Krieg erklären? Ich bin ein bisschen scharf hier auf die Ressourcen in dem Gebiet hier. Das soll mal alles meins werden. Jawohl, im Moment ist natürlich alles noch ein bisschen ruhig. Und wir sind natürlich fleißig am Rekrutieren und am Ausheben. Also fleißig nur nicht, weil uns noch ein bisschen die Manpower fehlt. Und wir werden uns auch Russland ein bisschen annähern, weil wir uns ja entschieden haben, kommunistisch zu werden. Wo habe ich sie denn jetzt? Wo ist es denn? Na, so rum. Beziehung verbessern. Ja, machen wir mal. Irgendwann mal kommunistisch werden. So, wie sieht es mit der Produktion aus? Ja, wir müssen noch viele Waffen produzieren. Flotte ist auch noch nicht alles so. Ja, es gibt viel zu tun. Also, wie ich das Gelände kenne, wäre es vielleicht besser. Der Gebirgsjäger auszubilden vom Gelände her. Schauen wir mal hier hin. Ja, ist okay. Dann könnten wir. Dann lassen wir es erstmal. Lassen wir es erstmal so. Ich möchte jetzt. Hat sich gerade erledigt, jawohl. So. Schiffe fahren, Patrouille erstmal. Ich möchte noch eine Grenze. Frontlinie aufmachen. Was war denn das jetzt hier? Wie ging das denn nochmal? Eigentlich in die hier haben. Dann eine Linie. Ja, so wird das wohl nicht funktionieren. Weg damit. Auf jeden Fall weiß ich dann schon mal, ich hin möchte. Nochmal. So. Hä? Ach so, ja, wegen Istanbul, ja, klar. Natürlich kann ich dann hier auch schon kontrollieren. Schöner Effekt. Schon 5% der Spannung. Ja, die Deutschen besetzen das Rheinland wieder. Ja, Freunde, es geht langsam vorwärts. Langsam, aber sicher. Ich möchte ganz gerne noch Militärfabriken haben. Das Dach wird schon gebaut. Auf Kreta können wir noch mal eine bauen. Ist die falsche gewesen? Nee. Nehmen die einfach. Teilen die sich die Bauplätze? Ich glaube ja. Stützpunkte. Auch genug. Ich brauche Schiffswerften. Viel, viel wichtiger. Hier noch ein bisschen. Bisschen. Ja, solange wir noch. Ah ja. Stopp mal. Da ist, gucken wir mal.
was wir hier so machen können. Ich brauche definitiv. Ich brauche die Luftherrschaft. Drei Militärfabriken. Erstmal alles hier reinpumpen. Freie Teams noch nicht. Weiter geht's. Genau, kommen wir ein bisschen um Malta rum. Na, Nav? Oh. Und schön auf. Ja, einfach über die Insel bügeln. Da wenigstens fahrt er nicht ineinander. Könnte ich, glaube ich, mal. Das setze ich jetzt einfach mal hier hin. Und mal hier ihm hier zuweisen. So. Da geht's. Sehen, was noch so läuft. Schade, dass man hier nicht sehen kann, was wir gerade sind. Ja, ich weiß, deswegen. Thais. Okay. Ich werde damit rechnen, dass man. Ich brauche auch ein bisschen meine Tech. Ich nehme ein bisschen Forschungszeit noch zu drücken. Ach ja. Schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich kann auch nicht trainieren, weil mein Power ist jetzt gerade nicht um was vorhanden. Ich lasse ihn mal da. Kann ich dir hier einen Kommandeur zuweisen? Ach, du hast schon. Ja, bist schon zugewiesen. Moment mal. Ich das nicht irgendwie jetzt benutze, um meine Regierung umzubauen. Ach, erst ab 150. Könnte man da denn nehmen? Ja, den haben wir ja schon. Ich glaube, dann nehme ich ihn hier. Georgios Papandreou. Ganz. Die Einheit wird wohl kaum, wenn es. Ich brauche das mal ein bisschen um. Du gehst mal. Eine hätte gereicht. So, du bleibst da. Jawohl. So hatte ich mir das vorgestellt. So Angriffsbemühungen erstmal aus. Und er hat zumindest die Pläne dafür. Noch ist, glaube ich, meine Armee nicht stark genug. Wer sagt er eigentlich dazu? Armee noch in Vorbereitung. Na ja, von mir aus. So Schuss hier auf den Ei. La la la. Logistik, schauen wir doch mal. 1, Infanterieausrüstung fehlt und fehlt. Da werde ich auch bald Gummi brauchen, wenn ich Flugzeuge herstellen will. Sollte ich mich vielleicht nicht so gerade mit den Briten anlegen. Weil ich habe keine Möglichkeit, in den hier unten, wo es die Ressourcen gibt, hinzukommen. Oh.
Gucken wir mal ein bisschen beim Spanischen Bürgerkrieg zu. Mal sehen, was. Naja. Sieht wohl ganz gut für das republikanische Spanien aus. Ich glaube, historisch gesehen haben doch die Nationalisten gewonnen, glaube ich zumindest, aber ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. Zwischenkriegsjäger. Details. Erstmal hier was machen. Jawohl. Ich brauche einen Abfangjäger. Luftunterstützung. Marine. Wie kann der denn? Luftüberlegenheit 1. Zerfassung 7. Kann man die mal vergleichen? Hä? Wieso ging das nicht mal? Also. Ah ja, so ging's doch. Ich sollte vielleicht auch auf den anderen klicken. Mhm. 50. Der kann weiter fliegen. Ist auch ein bisschen günstiger. Bessere Zielfassung. Luftangriff. Der wird wohl so ziemlich alles. Ich denke, ich werde mir erstmal die Jäger nehmen, um die anderen aus dem Film zu pusten zu können. So, dann sehen wir weiter. Was ist das hier? Ja, ich. Ach so. Ja, das kommt ja noch. Das ist vergehen lassen. Nur erstmal einen Plan. Ich weiß, was ich vorhabe. Wir produzieren mal. Was machen die Italiener denn da? Na, Freunde? Hier denn vor? Das gefällt mir nicht. Wie sieht's denn aus? Ach, sieht man uns? Ja, sie aber nicht. So, okay, noch mal ein bisschen. Nee. Die Punkte spare ich mir erstmal noch. Damit ich mir gleich den einsetzen kann, um die politische Macht zu bekommen. Sollte ja gleich gehen. Ah, da haben wir es auch schon. So. Regierung ändern. So, Herr Papandreou. Willkommen im Club. Und weiter geht's. Italien hat eine Region übernommen. Äthiopien wurde annektiert. Das hat sich ja echt gelohnt. Nämlich mal gar nicht. Ist das hier unten irgendwo? Ja, super. Gibt es irgendetwas Interessantes? Hm, zwei Gummi. Hm. Ob sich der ganze Aufwand dann gelohnt hat? Vor allem hätten sie. Die Italiener ja dann später ein Problem, wenn die Briten, wenn es zum Krieg kommt mit den Briten, dass sie den Suezkanal dicht machen. Ja, Öl gibt es ja auch noch. Ja, das könnte auch noch vielleicht mal später interessant werden. Na, mal sehen. So, weiterlaufen. So, das war's auch für die Folge.
diesmal.